Sono arrivato tardi. Io sono Ich bin tardi. Spät arrivato. Angekommen. Sono tardi arrivato. Ich bin spät angekommen. Also, ich bin spät angekommen. Io sono arrivato tardi. Il verbo ausiliare sein, come in italiano, io sono, ich bin. Il verbo principale ankommen, il participio passato angekommen. Alla fine della frase, ich bin spät angekommen. Wann bist du angekommen? Quando sei arrivato, wann bist du angekommen? Ich bin spät angekommen. Nicht früh, sondern spät. Ok, numero 2. I nostri genitori sono a casa. Ok, also i nostri sono unsere genitori. Eltern sono sind a casa, zu Hause. Unsere Eltern sind zu Hause. Dove sono i vostri genitori? Wo sind eure Eltern? Wo sind eure Eltern? Unsere Eltern sind zu Hause. Ok. Numero 3. Cosa fai di mestiere? Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Oder was bist du vom Beruf? Was bist du vom Beruf? Oder was machst du beruflich? Ok, numero 4. Lui è un bravo insegnante. Er ist ein guter Lehrer. Lui è, er ist un bravo insegnante, ein guter Lehrer. Er, der Lehrer, ein guter Lehrer. Lei è una brava insegnante. Sie ist eine gute Lehrerin. Eine gute femminile, eine gute Lehrerin. Il nominativo femminile, eine gute Lehrerin. Nominativo maschile, ein guter Lehrer. Dobbiamo aggiungere er in nominativo quando l'articolo è indefinito. Numero 5. I soldi non sono tutto nella vita. Ok. Geld ist nicht alles im Leben. Geld ist nicht alles im Leben. Das Leben. Il dativo in dem Leben, im Leben. Geld ist nicht alles im Leben. Abbiamo ancora della frutta in casa? Haben wir noch Obst? Zu Hause? Haben wir, abbiamo noi, noch ancora, Obst, della frutta, in casa, zu Hause. Fai attenzione, il caffè è molto caldo. Allora, sei vorsichtig, der Kaffee, ist sehr heiß. Sei vorsichtig, der Kaffee ist sehr heiß. Vorsichtig, attento.
La ricchezza non fa felici, ma rende la vita più facile. Dunque, la parola è Reichtum. Allora, macht nicht glücklich, aber es macht das Leben einfacher. Okay? Reichtum macht nicht glücklich, aber es macht das Leben einfacher, più facile, più semplice, einfacher. Non ho ancora parlato con il nuovo collega, ok? Allora, ich habe noch nicht con mit dem neuen Kollegen gesprochen, parlato. Gesprochen, ok? Ich habe noch nicht mit dem neuen Kollegen gesprochen. Allora, io non ho con il nuovo collega parlato in fondo della frase, dunque il verbo ausiliare nella posizione numero 2, il verbo principale, il participio passato in fondo. Ok, habe noch nicht mit dem neuen Kollegen gesprochen. Qui abbiamo un po' una situazione complicata perché si tratta di sostantivo der Kollege in dativo, mit plus dativo, dunque der diventa dem, l'aggettivo noi sempre con n in dativo e anche il sostantivo, il nome colleghe alla desinenza N perché si tratta di N declinazione anche. Dunque, mit dem neuen Kollegen habe ich noch nicht gesprochen. Ok? Ok, ho comprato un telefonino. Ich habe un telefonino, ein Handy. Ich habe ein Handy gekauft. Ich habe ein Handy gekauft. Come posso dire ho comprato un nuovo telefonino? Ich habe ein neues Handy gekauft. Neues, perché das Handy. Neutro. Ein neues Handy. Ein schönes Handy. Ein teures Handy. Ein billiges Handy. Ok. Dove va lui? Lui va in palestra. Ok, allora, wohin? Occhio, non è wo, ma è wohin, con i verbi di movimento, wohin. Wohin geht er? Er geht, con i verbi di movimento si usa accusativo, palestra, das Fitnessstudio, dunque ins Fitnessstudio, non cambia, neutro. Fitness e studio, dunque tre volte S. Ok? Wohin geht er? Er geht ins Fitnessstudio. Hai letto l'articolo? Sì, è molto interessante. Hast du, che cosa? L'articolo è der Artikel, dunque in accusativo den. Gelesen. Hast du den Artikel gelesen? È molto interessante. Der Artikel ist sehr interessant. Hast du den Artikel gelesen? Ja, ist sehr interessant. In centro c'è un cinema e anche c'è un supermercato dove im Zentrum, das Zentrum, dativo im Zentrum, gibt es ein Kino und
gibt es einen Supermarkt. Dunque. Im Zentrum gibt es ein Kino, perché è neutro, das Kino, ein Kino. Ma Supermarkt è der Supermarkt, maschile, accusativo, einen. E perché accusativo? Perché dopo c'è, ci sono. Es gibt, sempre usiamo accusativo. Es gibt ein, neutro, eine, femminile, einen, maschile. Non lo so. Chiedo a mio papà. Ich weiß es nicht. Non lo so. Ich weiß es nicht. Ich frage l'accusativo. Wen? Meinen Vater. Ok, meine Mutter, meinen Vater. Ich weiß es nicht. Ich frage meinen Vater. Esco con i miei amici. Ich gehe mit dativo plurale meinen Freunden. E aus, cos'è aus? Il prefisso separabile uscire, ausgehen. Ich gehe mit meinen Freunden aus. Rimango a scuola fino alle 3 di pomeriggio. Ich bleibe. Wo, il dativo, in questo caso di Schule, dativo femminile, diventa der, in der Schule. Ich bleibe bis 15 Uhr in der Schule. Prima va Zeit e dopo Ort. Prima il tempo e dopo dove. Bis 15 Uhr in der Schule. Aiuto volentieri mia sorella. Ich helfe gerne. Helfen plus dativo. A chi? Il dativo femminile. Meiner. Mutter, meiner Schwester. Ich helfe gerne meiner Schwester. Ok, ho parlato con la vicina. Ich habe mit, di nuovo mit accusativo femminile, mit der Nachbarin gesprochen. Ich habe mit der Nachbarin gesprochen. Vado dal mio amico. Ich gehe zu dativo maschile meinem Freund. Ich gehe zu meinem Freund. E vado dalla mia amica. Ich gehe zu meiner Freundin. M per maschile e anche per neutro. Dativo R per femminile, neutro. Do a mio fratello il libro di tedesco. Ich gebe a chi? Dativo meinem Bruder. Cosa? Ein Buch. Das deutsche Buch. Ich gebe meinem Bruder das deutsche Buch. Ci troviamo in centro. Wir treffen uns im Zentrum. Wo? Dativo. Im Zentrum. Wir treffen uns im Zentrum. Mando una email al mio capo. Ich schicke eine E-Mail. A chi? An l'accusativo, an meinen Chef. Oda ich schicke, possiamo usare, è forse più facile, come con geben. Abbiamo detto ich gebe meinem Bruder das deutsche Buch. Dunque ich schicke meinem Chef eine E-Mail. Il dativo e dopo accusativo con i verbi schicken. Con geben,
Und kaufen. Ich kaufe meinem Chef ein Geschenk. Ich schicke meinem Chef eine E-Mail. Mostriamo la città ai turisti. Wir zeigen a. Allora, a loro, il dativo plurale, den Touristen, è cosa di Stadt. Wir zeigen den Touristen die Stadt. L'ufficio è piccolo e non mi piace. Das Büro ist klein und es gefällt mir nicht. Das Büro ist klein und es gefällt mir nicht. Cosa regali alla tua ragazza per il suo compleanno? Ok, allora, was schenkst du? Il dativo deiner Freundin. Freundin. Per il compleanno, zum Geburtstag. Zu dativo, zum Geburtstag. Maschile. Was schenkst du deiner Freundin zum Geburtstag? Dov'è il garage dell'albergo? Wo ist die Hotel Garage? Wo ist die Hotel Garage? Il ristorante si trova al centro della città. Das Restaurant befindet sich oder auch liegt im Stadtzentrum. Das Restaurant liegt im Stadtzentrum oder das Restaurant befindet sich im Stadtzentrum. Hai visto le chiavi della mia macchina? Hast du meine Auto Schlüssel gesehen? Hast du meine Autoschlüssel? Il tappeto si trova al centro della camera. Der Teppich liegt in der Mitte des Zimmers. Der Teppich liegt in der Mitte des Zimmers. Come si chiama il direttore della ditta? Wie heißt der Direktor oder der Chef des Unternehmens? Wie heißt der Direktor des Unternehmens? Questo è il genitivo des Unternehmens, come questo des Zimmers. Genitivo. Ok, questo è tutto per oggi. Ci vediamo. Arrivederci. Tschüss.